Hallo miteinander und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 mit Torin Gent. Ja, unglaublich spannend, diese ganze Reihe hier. Ich denke ehrlich gesagt, das Beste, was wir jetzt machen können, ist einfach mehr Leute hier rekrutieren. Nein, das war ein Versehen, Entschuldigung. Mehr Leute rekrutieren, ja? Diese 832. Ist sogar noch ein. Was haben wir eigentlich? Wir haben ja zwei Jäger verloren. Und einen Jagdbomber. Oh. Ja. Also, dass wir halt irgendwie hier noch hochfahren können, um. Also, auf jeden Fall das hier wegmachen, ja. Und dass der Tiger hier rausfahren kann, um das noch zu bekämpfen und eventuell das noch zu besetzen mit dem Infanteristen. Die entscheidende Frage ist dann halt auch. Und da haben wir auf jeden Fall genug. Der Witz ist ja tatsächlich, dass der Panzerabwehr an sich ja gegen Panzer ist, aber halt gegen Panzer irgendwie nicht so viel taugt, wenn sie halt keine Sterne hat. Also, ja. Jetzt 4 Bewegungspunkte. Zart 5. Panther hat 6. Der würde da oben also schon noch hinkommen. Und dann könnten wir ihn unterstützend dazustellen. Das wären 600, das ist ja fast das gesamte Reservoir. Wir müssen dann nach unten diesen einen blöden Kavalleristen töten. Am besten mit einem Flammenpanzer. Ugh. Können einfach einen Panther nehmen und den verwenden. Der kann den Kavalleristen töten oder der kann einfach nach oben dann auch helfen. Kostet zwar 710, wieder, das ist verdammt teuer. Ja, dann dazu Grand lohnt sich nicht. Der ist nicht gut genug, einfach. Ist aber nicht gut genug. Nächste Runde kann man Flieger eh nicht einsetzen, wegen dem Regen. Deswegen lohnt sich nicht, Flieger reinzupacken. Dann sehen wir, was gegen Panzer halt taugt im freien Gelände, sind halt andere Panzer. Jetzt sitzen die Jagdtiger noch dazu. Im zweiten. Hier. Und ist das gesamte Reservoir aufgebraucht? Soll ja eigentlich nicht sein, der ganzen Eier in einen Korb legen, ne? Und so. Aber wenn wir das jetzt hier nicht machen, dann wird das nie mehr was. Kommst du denn von hier aus theoretisch bis nach... Das wüsste ich halt gerne, ja. Das wüsste ich wirklich gerne. Ihr kommt jetzt alle hier runter. Müssen zwei von denen ja nur ankommen. Noch. Wir haben noch zwei Runden Zeit. Okay. Dann skimmen wir das jetzt hier und hoffen, dass er jetzt hier nicht verschielt irgendwie mal wieder. So. Dann gehst du hier hin. Kesselst ihn hier ein. Sicher gegeben, perfekt. So, ich wollte auf jeden Fall die Einkesselung hier aufheben. Dass sie sich wehren können ordentlich. Dann sind es nur noch 4 Panzer hier. Jagdpanzer ist nächste Runde hier. Der zweite Tiger wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Nächste Runde schon da zu sein. Der Panther dürfte auch bald da sein. Ja, müssen wir nur noch das andere Zeug halten. Nur noch. Basen wir dich mal hier runter. Das heißt, jedes Ding zählt jetzt. So, ja, dich. Ja, dich belassen wir tatsächlich hier. Damit der hier so ein bisschen runtergeschossen wird. 1, 2, ja komm, mach das mal. Ja. Ich kann mal nächste Runde dann auffüllen. Können wir mal den auffüllen? Wir könnten dich noch dahinter stellen hier. Als zusätzlichen Schutz für die Infanterie. Ja, und für die Züge, für alles. Können wir auffüllen. So. So gut, ich hoffe jetzt, dass das jetzt echt der letzte Push von ihnen war. Wenn nicht, dann, ja, kriegt man nochmal dicke Probleme. So, und nächste Runde muss der ja halt sterben, ja. Also es sollte eigentlich reichen mit den ganzen Einheiten hier. Er wird hier hochfahren. Vielleicht nur noch abfangen, die hier rüber wollen. Die werden ihn wahrscheinlich wieder umzingeln. So. Ein Henschel ist ja hier, das heißt, ja, ist egal, wir können ihn nicht einsetzen.
gut. Da auch nicht gut. Und dich dann mal hier hin rebasen. Wollen wir einfach mal, dass das uns nicht wieder geklaut wird hier. Sturmtiger können wir auch mal wieder auffüllen dann demnächst. Flug, Infanterie, du. Okay, go. Ah ja. Ja. Das musste natürlich jetzt noch sein. Noch ein Push. Aber hier sind wir schon vorbei dran. Also das ist jetzt wahrscheinlich der finale Angriff auch hier. So. Okay. Gut. Oh, jetzt hat er den... Ja, ohne Worte, ne? Der hat sich zurückgezogen. Kannst du... Oh, du kannst jetzt wieder nicht mehr schießen. Ey, ich sag's euch, ne? Diese scheiß Umzingelei jedes Mal. Und es ist ja, wie gesagt, es ist in meinen Augen, es ist halt immer noch kein Umzingeln, was die da machen. Ja, das ist völliger Bullshit. Stehen die auf beiden Seiten der Gleise. Wir können uns in der Luftwaffe nicht einsetzen. Es gibt quasi keine Möglichkeit, die hier noch rauszuhauen jetzt. Die Links haben keine Angreife momentan. Das heißt, ja, jetzt sind ja hier noch welche aufgetaucht und du kommst natürlich nur bis hierhin. Als nächstes nur den hier vielleicht wegmachen. Wir haben mich natürlich schon geschwächt. 1, 2. Ist der eingekesselt? Ja, das ist genauso schwachsinnig. Weil man hier durch diese Fälle hier eigentlich versorgen kann, ja. Aber naja, was weiß ich schon, ne? Jetzt haben wir hier natürlich das schöne Problem unserer Scout-Geschichte. Zum Glück haben wir noch einen Scout hier. So, der Sturmtiger, der ballert mal hier drauf. Die Infanterie hat sich raus. Ja. Können wir gleich noch einen Infanteristen kaufen dazu. Den wir wieder reinstellen. Also noch einen. Machen wir eine normale Wehrmacht-Infanterie. Oh, dann können die da diesen besser gegen Panzer. So, hier. Oh, komm mal hier wieder in den Bereich. Nicht, dass es da landet, dann scheitert am Ende. Ja, wir kommen leider nicht besonders weit mit ihm. Ich glaube, wir wären eh nicht bis ganz zum Schluss gekommen. Ja, ich hoffe echt, dass die Panzer, dass die Züge von da bis hier unten durchfahren können. Dann haben wir noch eine Chance. Sonst müssen wir irgendwas halt anders machen. Ja, was machen wir mit euch hier? Hm. Eigentlich wollen wir euch ignorieren. Stell dich mal dahin. So. Hier mit denen zurückzufahren ist jetzt keine Option. Mit der hat sich wieder geheilt, okay. Wir heilen uns ja auch nochmal. Aber das ist so dreckig, ne? Also, das ist. Bei dem schlechten Wetter, ja, sind wir halt echt aufgeschmissen. Das muss man halt echt sagen. Ohne Bodenscouts kommen wir halt keinen Zentimeter weit, wenn wir keinen Face Movement haben. Oh mein Gott. Ja, das ist schon wieder... Kriegen den da nicht weg. Ich krieg den da einfach nicht weg. Nicht so schnell. Du bist zumindest ein Tiger, das heißt, du kannst das definitiv noch regeln dann gleich. Der Panther kommt da sogar noch hin. Und ich auch nochmal hier einen Zusatzschuss abgeben. Der Arti haben wir drauf geschossen. Dich könnten wir jetzt auch nochmal hier... Nein, nicht wirklich auffüllen. Also du einmal, du... Aber da steht halt hier der Nächste, ja. Mit 10. Oh. Ist das besser gewesen, ihn hier aufzufüllen, dass wir nichts oder zumindest einmal voll... Und nichts wird uns auch noch bewölkt. Das heißt, wir machen wieder keinen vollen Schaden. Oh Mann. Ja, die Hummel hier, die wird natürlich ein bisschen
Ist erstmal freundlicherweise freundlich in Bedrängnis geraten gleich. Ja, du bleibst da stehen. Sie kann von zwei Fällen angegriffen werden. Zumindest steht sie nicht in der Stadt. So, also ich kann dich da nicht runterziehen, dann ja, greife ich zumindest mal dich an, oder? Gut. Ja, wir werden das nicht schaffen, das ist einfach zu knapp. Dass wir da jetzt auch nicht gescheit hinkommen, das macht es auch nicht besser. Ja, näher ranfahren mit den Zügen können wir auch nicht. Füllen mal dich noch auf. Stellen wir dich hier hin. Irgendwie aufzuhalten. Naja, mach mal du einen Angriff hier. Wir haben gesehen, die ergeben sich nicht, die Jungs hier. Ja, ich würde gerne zumindest mal diese Plätze hier besetzen mit allen. Wie weit entblößt uns das? Entblößt dich, aber ich kann dich noch wegfahren. Machen wir es so, der ist dann umzingelt hier. Du fährst dann. Jetzt ist nicht dieses Feld hier frei, aber. Er kommt da ja nicht hin. So. Okay. Jetzt ist zumindest die hier nicht mehr besetzt. Aber ich meine, das Blöde ist, wenn er jetzt, glaube ich, hier hinfährt, dann hat er uns mit dem Typen zusammen umzingelt, den wir umzingelt haben. Das ist dann auch nicht so geil, aber na, da können wir halt nicht mehr schießen. Dann müssen wir das doch irgendwie anders machen, nächste Runde. Beziehungsweise müssen wir beim Neuladen das irgendwie anders machen. Ich glaube, dieses Jahr nicht normal machen, sondern irgendwie die letzten paar Züge anders einfach. So, ja, du sollst ja auch nicht hier hin, du sollst auch da hoch. Weil ich nicht weiß, ob du überhaupt noch hinkommst. Da fällt es erst einem auf, wie langsam diese Tiger eigentlich sind. Dieses Feld da unten wollen wir nicht. Ja, wobei, oder wollen wir es besetzen? Wir müssen nur drei Züge retten. Dann besetzt das Feld hier doch einfach mal mit so einem vollen Zug. Wir haben hier noch zwei volle. Er ist leicht eingegraben hier. Wir müssen ihn gleich zurückziehen hierher. Ich hoffe, dass die noch halten, diese eine Runde. Wir können unsere Luftwaffe auffüllen. Das ist ja zumindest mal was. Naja, so viel zum Auffüllen gibt es natürlich gar nicht. Es gibt ja auch nicht mehr so viel Luftwaffe. Leider. Die ganzen hochgelevelten Leute, das wird ein Krampf werden. Zumindest haben wir echt gute Flugzeuge mittlerweile. So, go. Wir sind in den Hinterhalt geraten. Ja, bei der Sicht ist das nicht so. Ist das nicht unmöglich, sage ich mal. Okay, er geht in den Hinterhalt rein, perfekt. Er wollte das hier direkt erobern. Hat er den Tiger da vorne wieder angekesselt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ich sag ja, das ist so, diese Mechanik ist so schwachsinnig. Dass da Leute dazu zählen, die selber eingekesselt sind, die andere Leute einkesseln können wiederum. Ah! So. Ich lass jetzt mal hier rein. So, das ist jetzt unser letzter Zug, die letzte Möglichkeit, hier noch was zu reißen. Und was, er hätte halt nicht Sonny sein können. Nein. Es muss ein Arschlochzug sein. Ja. Gut, wir sind es nicht eingekesselt. Das heißt, wir können hier aus den Vollen schöpfen, was Schaden angeht. So, dieser Henschel hier. Ich meine, die sind jetzt eigentlich durch. Dass er wieder bewölkt ist, können wir wieder nicht so viel aufdecken, wie wir eigentlich wollen. So, deck mal du hier auf. Das ist leider nicht viel. Unser zweiter Scout ist auch kaputt, das heißt, euch können wir nicht einsetzen. Naja, wir können euch natürlich hier einsetzen. Komm, wir machen mal hier so ein bisschen Spieße hier.
Okay, da kommt natürlich gar nicht mehr dran, deswegen. Deswegen nur Späße. So, töte mal ihn. Töte ihn. Jetzt fährst du hier hin. Halber Stärke noch einen Schuss rein, ja. Jetzt kann das natürlich hier durch, aber ne, wir haben hier noch eine Flak und alles. Wir haben auch alle Ziele, theoretisch. So, jetzt, wie machen wir das am Geschicktesten? Also die Leute, die von hier unten kommen, wenn die irgendwie hier... Ja, kommt aber nicht ran. Kommt einfach nicht ran. Beschissen, ich muss ihn hier wegballern. Ja, mach erstmal das hier. Du machst mal das hier. Also du greifst die an. Und du rennst mal hier hoch. Obwohl, kann man da natürlich nicht zurückziehen. Die wird jetzt den Beschuss über sich ergehen lassen müssen hier. Also die Verluste wieder auffüllen. Okay, so, jetzt haben wir dich. Du machst dir das Schaden. Zumindest ein Punkt noch auf ihn hier zum Beispiel. Der ist weit genug weg, dass wir durchfahren können. Ja, komm hier rein. Hier, Feuer. Ah ja, ich hätte gehofft, dass der den killen kann. Das hier. Normalerweise kriegen die das hier hin. Du die noch ein bisschen disrupten. Man auch nur 3 Schaden. Okay, also die 2 Tiger, oder die 2 Tiger und der Panther auf ihn hier. Und der Jagdtiger. Und der Jagdpanther hier auf den. So. So, er hat den Weg frei gemacht, das ist okay. Und dazu ist noch ein Kill. So. 1 und minus 2. Macht das zuerst. Vermeintlich eigentlich der stärkere Typ. So, töte ihn. So. Moment mal. Irgendwo wird das Feld hier mal aufdecken. So, sag mir bitte, dass das nur wegen dem Feld war. Okay, du kommst rein. Du kommst rein. Wir hatten sogar 4 Züge. In der letzten Runde. In der verdammten letzten Runde. Wir den noch da raus irgendwie. Wenn wir das noch einnehmen, aber... Ich glaube nicht, dass das uns noch was bringt. Mal dahin. Kannst du noch schießen? Ja, das kannst du dich nicht mehr bewegen. Okay. Ja, dann kriegen wir das Feld wohl nicht mehr. Ja, aber dann... Wir haben alle Siegfelder. Ja. Alle Siegfelder. Alle Siegfelder. Jetzt nochmal wiederholen, wir haben alle Siegfelder. Den Schaden hier, den wir zu sich bekommen, müssen wir uns jetzt nicht geben. Ja, so wie ich das jetzt verstehe, wenn wir jetzt den Zug haben, haben wir gewonnen. Außer ich habe jetzt irgendwas ganz, ganz übersehen, dass die ja noch einen Siegpunkt haben, den ich erobern muss, aber ja, das sieht gut aus. Ich glaube, hier irgendwo noch sinnvoll... Der Typ hat halt eh schon 5 Sterne. Das bringt ihm halt gar nichts, wenn er hier noch einen Kill macht. Dir. Kannst dahin fahren. Und hier nochmal ein bisschen farmen. Es gibt wieder Schaden. Okay. Schon im Enden. Was, die kriegen noch einen Zug? Oh oh. Ja, stimmt, wir hatten ja den ersten Zug auf der Karte.
Geld, aber konnte ich mehr viel machen. Elite Adler, die haben wir jetzt bekommen, als schon geschafft. Jetzt sind wir für 5 Sterne einfach. Oh. Meine Güte, was kommt denn jetzt bitte noch als nächstes? Oh Gott, den wichtigen Umständen zum Trotz haben sie und ihre Truppen überlebt. Ja, ja. Jede Bomber verwandelt die deutschen Industriegebiete jedoch in Trümmerfelder und die Sowjets konnten ganze Heeresgruppen auslöschen. Daher besteht für sie und ihre Truppe abermals Handlungsbedarf. Möchten sie sich ein letztes Mal gegen die Amerikaner und Briten aufbäumen, um die verbleibenden industriellen Zentren des Deutschen Reiches zu beschützen, oder möchten sie versuchen, den Angriffswellen der sowjetischen Armee in Stand zu halten? Ich würde ja... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hab halt, ich glaube die... Na, anders als ich, die schenken sich nicht viel, die Jäger und die Dinger. Steht auch nichts da, was irgendwie, ja... Was die... Ups, das ist alles Geile. In den anderen Kampagnen steht immer da, was die Unterschiede sind zwischen den Szenarien, aber das ist halt einfach, ja... Ja. So, mal zum Rein, mal gegen die Amis wieder kämpfen. Machen wir das doch. Und scheiße, das können wir auch noch die anderen Missionen auch nehmen. Den Safe haben wir ja hoffentlich, den Autosave. Ich hoffe, dass wir jetzt... Kriegen wir nicht einen Bonus, weil wir einen Zug mehr evakuiert haben als nötig? Hoffentlich. Das wäre schön. Ging es wahrscheinlich wieder nicht mal hin, unsere ganzen Leute auch zu verwandeln. Diese Elite-Adler, die wird halt echt schwierig. Herr General. Ach du meine Güte. My congratulations on your attempts to change the course of this war. I'm afraid it was simply not enough. Even now, the Western allies are preparing to invade the fatherland itself, putting our industrial heartland right in their crosshairs. However bleak the situation, you must not completely surrender. Perhaps we can at least achieve a surrender on our terms. And that would be an honorable end worth fighting for. Therefore, your final mission is to maintain control of as many of our glorious German cities as you are able. Nehmen Sie alle Siegfelder ein. Vor allem, er sagt halt, as many. Expect to encounter major concentrations of American forces here and here. While more allied forces attempt crossings along the length of the Rhine River, fight for our homeland as long as you are able. But should the time come when your men have no strength left in them, know that theirs will be a most honorable end. Glory to the fatherland. Also rein von der Theorie hier, und die Aussagen, Leistung der Verteidigungsoperation hatten sie Belohnung zusätzlich, ja. Ah ja. Ja, was natürlich nicht bekommen ist, ne? Prestige. Oh Gott. Also. Also tendenziell ist es jetzt natürlich eigentlich ein Nachteil, weil wir uns die ganzen gegen Sowjets gespielt haben, jetzt sind die gegen Amerikaner, wo wir die Einheiten jetzt gar nicht kennen, so nicht mehr so richtig. Vor allem die neuen Einheiten. Aber ich meine, tendenziell müssten eigentlich theoretisch ihre Luftwaffe müsste besser sein. Ihre Panzer sollten schlechter sein. Oh nein, diese Kommandos, ne? Oh nein. Matthias Fischer ist ein Plünderer. Zweimal so viel Ausrüstung von den Einheiten, die sich ergeben. Ja. Warte mal. Das wäre doch gut auf den Typ, der die zwingt, genau, wenn er das nicht feindliche Einheiten zurückziehen und zwingt sie dadurch, dazu aufzugeben. Hast ansonsten die etappenweise Bewegung, also bei dir nicht. Und du hast, warte mal, du hast 3 Helden. Was ist denn das andere? Hä? Sowieso, Umfassung und... Ah. Jetzt beim Bewegen die vorfeindlichen Einheiten ausgehende Kontrollzonen. Die gibt man doch eh ständig. Nee, ist bei ihm ist es schon die gute Kombo. Die Etappenweise. Der andere hier. Das ist der Verteidigungstiger. Der hat auch 3. Was hast du nochmal? Blitzangriff schwer zu treffen. Das könnte man auf einen der Panther mal. Oh Gott, nicht entlassen, entfernen. Sondern kriegst du stattdessen Plünderer. Weil du ja auch hier Umfassung hast. Immer mehr Prestige und so. Das Skill von Einheiten. Ja, ich schätze, wir werden die hier erstmal nicht auffüllen. Die bleiben auf der
Stärke in Anführungsstrichen. War nichts in der Reserve mehr. Wie konnte das noch passieren? Ja, wir müssen irgendwie unsere Luftwaffe wieder aufbauen. Also den Storch, der, ja, den behalten wir. Der ist, glaube ich, nicht so das Problem. Brauchen wir Jäger. Oh Gott. Können wir dich zu einem Jäger ummodeln? Ja. Oh wow, es gibt sich neue Jäger und zwar nicht zu knapp. Ja, ist ja schön, dass jetzt in den letzten 10 Jahren so gefühlt neue Einheiten kommen. Blöd ist dabei natürlich nur, dass uns hier die Ressourcen fehlen, um das auszukosten. Was, nur 5? Sieht auch nice aus hier mit den echt weiten Flügeln. 353A, A-Pfeil. 40. Ja, also Kernfelder fehlen uns jetzt nicht wirklich. Wir können das jetzt hier schlecht vergleichen. Wir müssen eigentlich, warte mal, wir müssen. Gehen wir erstmal in die Einkaufszone, ja. Ah ja, Volksnation und Volkssturm gibt es jetzt auch. Das ist ja super. Die sind. Warte, gehen wir vom Gebirgsjäger aus. Die Volksgrenadiere? Ne, warte mal. Hier, von den guten Leuten. Genauso stark. Die sind im Nahkampf halt. Stärker, die kosten nicht so viel. Und der Volkssturm, naja, das ist halt Kanonenfutter. Aber ich meine, in den Städten kann man sowas aufstellen locker mit 130. So, also Panzer. Ja. Keine Prototypen-Löwen oder sowas. Ich glaube, sowas ist tatsächlich alles im Spiel. Und nun bleibt auch gleich. So, jetzt haben wir noch den Panzer 470. Der 25er Kanone und die 2,8 cm Pack 44. Das ist, glaube ich, einfach die hier. Die. Genau, die hier als Pack-Variante. Ja, das werden wir definitiv nicht machen, also. Oh wow, es gibt sich eine 8,8 cm Flak auf einem Wagen jetzt. Hm. Das ist ja natürlich eigentlich gar nicht so schwer, aber es ist natürlich verdammt teuer auch. So, Artillerie-mäßig. Nichts Neues. Ihr seid bei Jägern. Oh Gott, was? Was? Neuer Henschel, ne? Der in allen Belangen schlechter ist. Außer der Panzerung. Warum zur Hölle sollte man dieses Ding hier nehmen? Mein Kletter hält halt mehr aus und so. Kann ein Fuß weiter fliegen. Obwohl er so aussieht, als sei er eigentlich nur eine Turbine. Oh, es gibt sogar einen neuen richtigen Bomber hier. Focke Wulf TA-400. Das wissen wir ja eh nichts. Okay. Also jetzt kommt die schwere Aufgabe, das hier wieder umzubauen. Ich glaube, das mache ich aber, glaube ich. Ja doch, wir können es schon mal anfangen, so halb leicht. Der Witz ist ja, wir müssen angreifen. Wir müssen alle Siegfelder einnehmen. Ist das alles hier, diesen gesamten Süden? Heidelberg, Frankfurt, Wiesbaden und Siegburg. Das heißt, wir werden definitiv nicht brauchen. Hier sind viele Städte. Viele Städte. Super. Wir brauchen Artillerie und Infanterie. Eigentlich. Aber was wir am dringendsten brauchen, sind eigentlich mehr Jäger. Ach Gott. Ich denke, wir können auf einen den Infanteristen verzichten, der nichts kann. Na komm, hauen wir dich mal weg hier. Dieses bisschen Prestige mit, jetzt haben wir 6 Stück. So, wir haben 3 Panzerabwehrkanonen. Das ist natürlich super eigentlich. Wir haben natürlich hier den Kollegen, der Verschanzung gut wegballert. Wir haben dich, den wir halt eigentlich. Es ist zu gefährlich, den eigentlich überhaupt mitzunehmen, wenn man ganz ehrlich ist. Der ist zwar super, ganz klar, aber Schumdiger ist sogar besser, der hat nicht viel weniger Reichweite. Das Ding ist halt die Verteidigung gegen Luft. Die wird
glaube ich, echt ein Problem werden. Ja, ich muss ihn massiv runtersetzen. Ja. Was kostet es dich auf dem... Also der ist natürlich schlechter. So, 270. Ja, ich weiß, wir grüßen wahnsinnig werden hier. Also, ja, so, wir haben auch nicht so viel außer, was wir eigentlich raushauen können. Das ist nur das zweite Problem. Ich will auch keinen Henschel raushauen. Dann setzen wir den Wolf hier durch einen Jäger. Zu dem Besten hier. Aber die Jungs haben... Warte, wie vergleicht sich denn der hier zu der hier? Ich würde schon sagen, die hat tatsächlich... Die hat mehr Panzerung. Was mehr Stärke gegen harte Ziele. Gleiche Reichweite. Mehr Panzerung halt. Und macht auch weniger Schaden. Ja komm, wir machen das mal hier so. Upgraden, 23, so. Will ich eigentlich ganz gerne trotzdem noch mal einen zusätzlich. 3 sind viel zu wenig. Sei mir mal ehrlich. Jetzt ist noch eine Flugabwehr. Die hindert zwar auch die so ein bisschen daran, aber jetzt bräuchten wir auf diversen Leuten auch noch diese Bewegungsmöglichkeit. So, du bist etwas schwächer, aber du wärst mobil. Du hast gegen... Hä? Das zeigt mir die Vergleichswerte gar nicht an. Zwischen den beiden, wenn ich das Ding auswähle hier. So, jetzt. Das sind die normalen Werte. Das ist ein bisschen schlechter gegen Flugzeuge. Und in dem Modus hast du trotzdem 28. Warte mal, der hat 28. Ne, wir haben 28. Oh Gott. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Moment mal. So, du hast in dem Modus 28. Du hast in dem Modus 32. Ich sag's mal so, wir zahlen halt ehrlich gesagt weniger dafür, wenn wir den upgraden auf was Mobiles, als wenn wir den LKW dazu kaufen. Und er hat natürlich noch mehr Panzerung dann. Erheblich mehr. Ja, 50. Mach das mal so. Meine Flak. Weiß nicht, ob man Henschel zu einem anderen Typ umbauen so eine schlaue Idee ist. Wir müssen eigentlich nichts mehr auffüllen, fast. Das ist nur die Artillerie. Und wir kriegen ja in der ersten Runde Prestige. Wie viel kriegen wir denn? 36, das ist auch nicht so viel. Was können wir uns denn leisten an Fightern? Wir könnten uns sogar einen der den hier oder den hier. 2 mehr Panzerung. 2 mehr Panzerung oder 2 mehr Schaden. Ich meine, was ist da mehr wert? Ich meine, der macht auch mehr Schaden gegen Boden. Ach Leute, fliegt weniger tatsächlich. Das hätte ich nicht erwartet. Trotzdem hat der diesen Rakete auf dem Kopf. Weniger Schaden. Ja gut, die haben trotzdem alle sehr viel eigentlich. Das ist schon in Ordnung. Macht es nicht auch so einer? Die sind halt alle teuer. Weil die sind auch gut. Du bist jetzt... Wie reißt du dich in dieser ganzen Sache ein? Jagd ihre Unterstützung, Tieflingerangriff. Ja. Du hast mehr Bewegung, mehr Initiative. Du hast weniger Schaden. Du machst aber viel mehr gegen Boden. Du
das ist eine interessante Wahl hier. Das ist so ein Hybrid-Viech so ein bisschen. Ja. Hybridviecher mag ich ja eigentlich. Der hat nur 18 im Angriff. So als Ergänzungsjäger. Einer schon dabei steht und sehr viel Schaden macht. Und jetzt den hier, 43, das ist der günstigste, ja. Ist natürlich noch voll unerfahren. Ja, eigentlich hätte ich gerne tatsächlich auch mehr Flugabwehr. Weiß halt nicht, ob wir ihn in der ersten Runde aufstellen können. Weiß nicht, wer zuerst als erster kommt. Ist er eigentlich irgendwo? Ich überlege mal kurz noch. Offscreen, was wir machen. Oh nein. So, da bin ich wieder. Ja, sorry für den komischen Schnitt gerade eben. Ich überlege tatsächlich, dass wir den Jagdpanther austauschen. Wie das so ein mobiles Flugabwehrteil. Tun sich ja. War das nun geringfügig stärker? Aber er kann halt keine. Kann Luftziele auch mit angreifen. Natürlich mehr Panzerung, klar und so, aber ja. 20 ist jetzt auch nicht so extrem schlecht. Und ich denke, dass uns die Jungs hier echt zusetzen werden mit, ja. Der Jägern und so einen Spaß. Und theoretisch, wie gesagt, sind das ja auch noch Flachs. Und wir haben zwei Jagdtiger, zusätzlich, die wir hinter oder uns sollte stellen können. Ich meine, das Ding ist halt, ja. Ja, ich denke, das ist schon okay. Wenn wir. Oh, wow, natürlich können wir das nicht machen, weil. Weil. Ich den auffüllen müsste zuerst. Und es reicht nur für einen. Na, grandios. Heißt, wir trennen uns von einer Infanterieeinheit vorübergehend, die wir uns bald wiederholen. Der hat noch keine. So. Jetzt wird er wieder davon auslaufen, dass wir mehr Fronteinheiten haben. Mehr. Unterstützung als Front erhalten, aber das ist schon okay. Gut, sind die ganzen Panzer auch relativ aufgefüllt, dass wir das noch gemacht haben. Den Tiger, den haben wir ja das ganze Szenario war so rumgeschleppt in dieser grandiosen Verfassung. Versuchen wir es mal so. Mal Gedanken hier, weil wir jetzt in der Luft schwächer sind, dass wir hier noch ein bisschen Unterstützung mit dran kann. Vor allem da, wo die Artillerie sein wird, da werden die Bomber halt zuschlagen. Da versuchen wir die immer in der Nähe zu postieren. Wir können halt eigentlich, ja, natürlich können wir uns an der ganzen Linie aufstellen, aber ich meine, so viele Einheiten haben wir nicht. Überhaupt nicht. Aber das ist so tödlich, ja. Ich will das nicht machen. Das muss relativ voll machen. Aufstellen können wir die Jungs. Dich natürlich. Also, das erste Ziel ist ja Frankfurt und Wiesbaden zusammen quasi. Würde ich sagen, schimmel dich dahin. Wenn eigentlich die gesamte, also wenn jetzt die Hummel nicht als Unterstützung quasi verwenden, sondern vorwiegend fürs Bombardieren. Dann haben wir hier den Face Movement Tiger. Du hier eigentlich. Ja, wir haben natürlich auch Punkte, die wir halten sollten, vielleicht.
So unter Umständen. Gebirgsjäger. Kann ich dich nicht irgendwie zu was hier umbauen? Nein, ich meine, dafür reicht's. Ich kann es machen, wenn ich dich da stattdessen versorgen, Sex. Warte mal, die Ziele waren ja, nehmen Sie die Quelle ein, 6 von 10. Ja, wir dürfen halt die anderen auch nicht verlieren. Ja, ich verstehe so langsam. Ich verstehe so langsam. Ja, das wirkt grandios. Ah, ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken musste oben. So, aber nach 10.000 Stunden nicht. Also eigentlich ist das hier noch, ne? Und das kommen sie nicht ran da hinten. Der hier. Ja, also lassen wir Infanterie drin stehen. Dass sich die halt ohne Verbanduntersatz. Und die Jungs hier. Warte mal, hast du einen? Du hast einen, du hast keinen. Hast du keinen? Warte, dann stell du dich mal dahin. Du stellst dich mal kurz dahin und dann graden wir dich nichts drunter ab, wenn wir das erste Mal Prestige bekommen haben. Warte, also, warte mal. Wer war das denn gerade hier? Du warst das. Hier, zack, da rein. Und du kommst hier hin, falls so Leute aus dem Wald kommen. Unser Aufklärer kommt dahin. So. Der Jagdtiger. Also, ne, damit mein Plan aufgeht, muss ich du hier stehen und du hier stehen quasi. Da haben wir hier unten eigentlich genug Panzerabwehr und wir könnten hier oben, da wo die Jungs halt angreifen, wir können sogar hier direkt vorne Leute aufstellen. Oh mein Gott. Will ich das wirklich? Ich meine, das ist auch noch ein Flugfeld. Und wenn ich das will, wie mache ich das am geschicktesten? Ohne dass meine Leute gleich eingekesselt werden. Was ja unvermeidbar ist eigentlich. Ah ne, das waren nur Flugfelder. Das waren nur Flugfelder. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, irgend so eine Kohorte aus Panzern muss halt hier oben auch Ärger machen. Das werden wir hundertsächlich auch nicht beim ersten Mal schaffen. Das werde ich auch jetzt schon. Du und du. Du bist der Reparatur-Tiger, du bist der Blitzangriff-Dampfwalze, Plünderer-Tiger. Ist bestimmt eine ganze Menge zu cool, wenn die da oben gegen uns einrennen. Genau. Kriegt er hier zwei Tiger. Noch ein Panther dazu. Die restlichen kommen hier hin. Ist kein Hügel, wo du drauf stehst. Noch ist offenes Gelände. So, und ich würde sagen, da wir da unten eigentlich das ganze Zeug hier haben, kommen die Jagdtiger beide hier hoch. Nicht problematisch werden mit ihm hier, aber wir haben natürlich jetzt hier keine Luftabwehr. Ich weiß nicht, wie groß seine Reichweite auch ist. Also ihr könnt euch nochmal so einen Typ hier dann kaufen. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Ich habe mal verloren. Bitter, bitter. So, jetzt Flugfelder. Also ich würde ja dazu tendieren, erstmal den Storch hier irgendwo zu bauen. Die Jäger eher hier hin. So, da. Und hier die Jungen. Ja, eigentlich müssen wir euch auch verteilen. Mal den krassen mal hier hin. Zweiten so dahin. Du kommst dahin. Da noch ein Jäger. Und hier eigentlich, man kann ja nicht wissen, wo die Angriffe kommen, von den Fliegern vorwiegend. Hier sind wir halt besser geschützt grundsätzlich, hier halt gar nicht. Also kriegt hier noch den zweiten Jäger. Idealerweise könnt ihr hier dann alles hier abschießen, was in der Mitte hier rumspringt. Okay, ja, dann starten wir mal hier. Ich sollte vielleicht mal speichern mit dieser Aufstellung kurz. So. Und go. Jetzt ist den Fluss nicht ersetzt. Ja, ich weiß. Wie soll ich das denn auch machen, du Dummkopf? Und Würzburg müssen wir auch noch. Ah ja, das Würzburg werden wir verlieren. Da bin ich mir natürlich sicher. Wir müssen eh hier runter nach Frankfurt, also können wir auch Würzburg zurückerobern. Ah ja, eine ganze Menge.
Die sind natürlich jetzt im falschen Modus, deswegen keine Panzerabwehr. Ach, zumindest Luftabwehr. Dürfte nicht mehr ganz so viel machen hier. Trotzdem noch 3 Schaden. Was? Okay. Schon sagen, wie hat er beschossen, damit es nicht statt, dass sein Nebelwerfer steht. War schon gut, niemanden hier aufzustellen auf den Flugfeldern. Ich sah völlig unnötig auf dem einen Panzer so viel verloren, aber es war halt wahrscheinlich wieder die einzige Stelle, die nicht gedeckt war. Durch eine Panzerabwehr, deswegen ist er dahin gefahren. Ja, dann fährt er mit dem Churchill in die Stadt rein. Der nächste Churchill, nee, das ist ein Challenger. Oh. Sogar Arnheim nehmen sie an. Aber es sind, oh Gott, es sind so viele Flieger. Es sind so viele Flieger. Ja, wo fangen wir an? Die hier hätte ich gesagt. Ja, das ist halt echt so, ne? Geil. Hat er wieder kassiert von einem M476W, das ist ein Jumbo, glaube ich. Oh. Sagt, soll ich da aus dem Wald angreifen oder aus? Also verletzt bist du ja schon mal. Ne, wir müssen hier gleich mal ein bisschen scouten. Ich will dich eigentlich schon auf... Ich will die erstmal hier auf Luftabwehr lassen. So. Das ist unser lustiger Pfeiltyp hier. Der Sackschaden braucht man auf jeden Fall eine Unterstützung von dem zweiten. So. Flugzeug weniger. Dann haben wir hier vorne ein Meteor, wow. Und ein Thunderbolt. So, das heißt, wir haben dich und dich. Ne, dich. Kriegen wir denn dann wenigstens einen down? Den Thunderbolt vielleicht. Weil bist du der Typ mit... Du bist der Hybridfighter. Warte mal, haben wir hier nicht eigentlich 3? Ah, die musste ich ja nach unten ziehen. Ja, ja. Ja, ja, es fängt schon an hier. Es fängt schon an. So. Und du gehst dahin. Ist das eine B-17 oder so? Ja, B-17 geht es. Ich wundere mich, dass sie so viel Schaden macht hier. Okay. Ja, der wurde jetzt hier direkt auch vertrieben. Verlorenen Posten, der Dude hier. Schau ich trotzdem hier rein. Mal das Einheitending hier vielleicht zu. Sehen wir auch mehr. So, und hier mit euch wollen wir da jetzt reinfahren und ja, ein bisschen Naligalli machen, ne? Ja, wir müssen erstmal dich jetzt auffüllen, so nach und nach. Sonst, ja, bringst du uns halt echt nicht viel. Dafür geht halt erstmal das gesamte Repertoire hier drauf. Die am besten machen. Ach, guck mal, sogar das Ding macht Schaden gegen den Panzer. Hm, ich stelle auch nicht. Ihr seid schwere Infanterie. Solltet also eigentlich gegen unsere Panzer nicht viel ausmachen können. Mr. Storch, zeigen Sie mir mal, was da so unten dahinter noch ist. Okay, also da können wir nicht recht schnell drüber fahren. Den da. Hätte da drauf schießen sollen, da hätten wir den Aufklärungsbonus gehabt. Aber weil ich so schlau bin, ne? Das habe ich das natürlich nicht gemacht. Es wäre ja sonst auch zu einfach, ne? So, zack. So, du stellst dich da hin. Das hat natürlich nicht gereicht. Die haben, glaube ich, sogar. Ja, die haben. Wie viel machen die schweren Schaden? Auch nur 13, quasi wie die Tierer. Die sehen nur so bedrohlich aus, diese Bazookas. Ja, sind wir mit dir erstmal hier auch vor. Na,
können auch hier erstmal die Bombe einsetzen. Wo haben wir denn? Wo ist der grüne mächtige Mann? Wer ist hier vollständig? Du bist vollständig. Wenn wir jetzt noch hätten, die wir da hinschicken können, um ihn zu vernichten, dann wäre das natürlich noch besser. Der Henschel hier macht mal da Schaden. Du machst mal da Schaden. Und damit haben wir unsere gesamte glorreiche Luftwaffe verwendet. Ja, komm, mach das so. Du fährst jetzt hier raus, überfährst den hier mal. Jetzt kriegst du den hier. Jetzt wieder hier hin, dann sind wir auch nicht so ganz weit weg von unseren Leuten. Sogar der kaputte Panther. Ich würde schon sagen, schafft das hier? Nein, schafft er nicht. Schafft ihr natürlich nicht. Ja, großartig. Was ist mit der Infanterie dran? Ich schätze. Mit dir. Die Infanterie ist aufzufüllen, ist tatsächlich teurer in dem Fall. Mach du mal hier. So. Auch überrannt, das heißt, wir können hier nochmal. Den Panzer will ich jetzt tatsächlich nicht ohne Panzerabwehr widerstehen lassen. Da ist wohin dann hinstellen. Also hier ganz gewiss nicht an die Ecke. Eigentlich müsste er sich auffüllen. So, du hast Panzerabwehr. Du kommst jetzt zumindest hier mal mit vor. Kann man dich in den Wald stellen? Ist das schlau? Wahrscheinlich eher nein. Solange hier noch keiner ist, kann man die ganzen Leute hier verwenden. Oh, nicht. Ah, nein, 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 nein. Moment. Moment. Du brauchst eigentlich ein Auto. Das aber nicht leisten können. Ich möchte aber nicht drüber reden. Also bleibt jetzt erstmal stehen, okay. Du hast zumindest ein Auto. Komm da hoch. Im Wald bist du gut aufgestellt. Der Tiger hat keine Unterstützung. Die allerdings schon. Denn es ist so, dass der Tiger eigentlich auch alleine schaffen. Also er wird natürlich üblicherweise wieder umzingelt. So. Ja, ziehen wir dich so hier hin. Alles hier im Bereich des Schutzes. Bei der nur einmal. Ja. Jetzt müssen wir mit dem tatsächlich warten. Was soll's? Wir haben es nicht mal geschafft, die erste Verdammung, sag ich so, das werden hier in der ersten Runde. Es ist auch nächste Runde bewölkt, das heißt, unsere glorreichen Panzer werden, naja, wieder mal nicht viel reißen können. Ich stelle mir das am geschicktesten an. Hier ist natürlich jetzt wieder so viel Infanterie unterwegs. Ich habe jetzt wirklich geradezu wieder Angst. Ja. Die Runde wird es eh schwer. Stell mal den Kollegen hier hin. Der Jagdjäger ist zu langsam, um da hinzukommen. Ja, das ist der Nachteil. Ja, zumindest haben wir hier ein Feld weniger, von dem er angegriffen werden kann. Du kommst hier hin. Richtig jetzt in die Stadt? Nein, ich glaube nicht. Die Gebirgsjäger hier, die wollten wir eigentlich einfach eingraben lassen. Für alle Fälle. Ja, das. Mehr Truppen haben wir jetzt auch gar nicht hier und irgendwo auf der Karte. Okay. Was hatten wir für einen kurzen Moment? So ein bisschen noch Verschnaufpause. Das Volkssturm. Ja, zack. Ja, wie gesagt, du. Das wird nichts hier, glaube ich. Mal hier zurück. Komm da nicht mal hin. So. Ja, den
Panzer müssen wir auch nicht näher fahren. Der kommt trotzdem noch überall hin eigentlich. Wir könnten theoretisch hier entfahren, weil... Ja, fahren mal hier hin. So. Vielleicht ein Blödsinn, aber da kann normalerweise nichts kommen, was uns da weghaut. Ah ja, es kommt da ein Panzer aus dem Süden noch. 25 Stunden wird das wieder dauern. Und wieder einen ganzen Tag für eine Mission. Ja, bitter, bitter hier. Kalliope. Die wurden wieder aufgefüllt. Die haben genug Geld. Da mache ich mir keine Sorgen. Yep. Ciao. Okay. Das ist die B-17, glaube ich. Kommt hier die Flak an. Das war, glaube ich, Artillerie. Echt kaputt. Hier so, da kommen die Panzer. Ist das jetzt der Challenger oder? Also, ich dachte einfach, das ist einfach so ein Cromwell, aber naja, ist ja ein selbes Chassis, glaube ich. Da war der Challenger? War der auf dem Comet-Chassis? Nee, der. Oh Gott, es ist viel zu lange her. Ja. Die Idee war ja, das hier, jetzt die so eine Linie hier so ein bisschen zu halten. Ja. Das war zumindest die Idee. Jetzt steht der Typ natürlich hier direkt in der Stadt. Was ein bisschen ungeschickt ist für uns. Wir können ihm aber eine mitgeben, direkt hier mit dem Henschel. Welche Ja, da haben wir auch volle Einheiten. Warte mal. Vielleicht ist es besser, wenn wir den grünen Henschel dafür verwenden. Macht nicht viel mehr, weil halt, na. Ja, der Green Engine bleibt hier. Wir müssen da unten ja mal durchkommen. So, den schwächen. So, jetzt haben wir natürlich hier den Jäger. Jetzt ist er den Bomber. So wie es aussieht, ein paar mehr Jäger brauchen werden. Wenn nicht alle. Wow. Ich verstehe schon, ne? Bis 17 Flying Fortress und so. Schon klar. Ja. Aber ernsthaft. Wir müssen Disruption. Zählt erstmal gar nichts. Kriegen die nicht tot? Ich glaube, ich spinne. Zwei Flaks und vier Jäger. Was? Oh mein Gott. Noch mehr Jäger. Definitiv mehr Jäger. Mal so ein Ding hier holen? Nee, das ist so ein Fokker Wolf. Mehr Panzerung. 40, 69. Einfach das Ding hier, ehrlich gesagt. Das macht die meisten Schaden. Ja, damit ja, haben wir zumindest einen Jäger mehr. Was natürlich auch nicht schlecht ist. So, hier. Seine Lufthoheit wäre schon gut, wenn wir die hätten. Aber das ist jetzt echt ärgerlich, dass der tatsächlich noch lebt. Aber gut, schießt du mal den da an? Schießt ihn ja an. Schießt den da an. Ich denke, das geht mal hin. Lass mal den da hinten disrupten. Vielleicht kommen wir dann an dem auch gleich noch vorbei. Ja, der Panther muss repariert werden eigentlich. Das ist das Bedauerliche an dieser Situation. Das wird er jetzt wohl erstmal nicht. Und auch der Kollege hier oben, Tixen, verabredet uns das jetzt noch nicht. Ja, wobei wir könnten einfach das hier einnehmen. Dann haben wir genug Prestige, um zumindest ihn auszustatten. Andererseits, du hast auch keinen, oder? Nee, doch, du hast einen. So, dann na, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst jetzt... Ich könnte dir sogar so ein STKFZ spendieren. Aber, naja. Seien wir mal ehrlich, so reich sind wir nicht. So, Panther darf jetzt trotzdem warten. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, eine Fahne einzuerobern hier. Nehmen wir rein, ohne dass vielleicht er dann... Ach, verdammt, hätte da natürlich mit ihm reinfahren sollen. Nee. Du kannst ja... Du kannst tatsächlich nicht mehr. Okay. Jetzt schon noch das. Und da finde ich unser Glückstag, ja.
Nimm das mal kurz ein hier. Oh nein, wir stehen dran. Nein. Wie stellen wir uns jetzt denn jetzt auf am besten? 4 und 6, meine Fresse. Was ist das schon wieder für Einheiten hier? Jetzt überlebt er da schon wieder mit einem Punkt quasi. Das ist nicht so geil. Genauso, der wird ihn halt wieder auffüllen. Er wird ihn wieder auffüllen. Wir haben hier keine Panzerabwehr. Wir müssen trotzdem vorrücken mit euch allen hier. Du stehst dich hier dahinter. Ja, du musst auch vor. Genau hinter ihn hier. Komm, den Panther nutzen wir jetzt zumindest mal noch so aus hier. Dampfwalze. Yay. Überrannt. Du hast ja einen Stern. Also eigentlich keinen Stern. Das heißt, ich fülle dich jetzt auf. Und dann bekommt ihr beide quasi die Hummel als Unterstützung. Du fährst dahin. Er ist ein bisschen gearscht da vorne. Wir bewegen. Er ist nicht in Reichweite. Okay. Jetzt müssen wir als nächstes vielleicht mal den Stummtiger auffüllen. Dann ist er auch besser und die Hummel hier auffüllen. Dann sind wir nicht mal so auf, sag ich mal, auf Betriebstemperatur. Hier hatten wir noch einen Henschel gehabt. Den habe ich vergessen. Naja. Kann er hier nochmal bombardieren. Viel gebracht hat's nicht. So. Jetzt diese Sache hier oben, diese ominöse. Wir sollten sie natürlich nicht unbedingt hier auch durchlassen. Hier sind da auch noch Hügel an der Seite. Was nicht ganz so geil ist. Kann aber den Jagdjäger in die erste Reihe stellen. Weil das suboptimal ist. Stellen wir ihn hier oben in die zweite Reihe. Stellen wir ihn in die erste Reihe. Das ist der Verteidigungs-Reparatur-Tiger. Wir bräuchten hier eine Panzerabwehr mehr. Und wären hier alle safe. Da kriegen alle Schaden, wenn ein Angriff mal in der Stadt steht. Und deswegen verzichten wir wohl auf Angriffe. Wow. Infanterie in die Stadt. Ach, das ist nur Volkssturm. Oh mein Gott, die werden schneller fliehen als, oh Gott, alles andere. Heißt das, dass ich dich da rausziehe? Was oben braucht man eh dann Infanterie noch. Aber der ist halt zum Sichern nach hinten. Ja gut, ich schalte mal schnell durch, ob wir noch was anderes vergessen haben. Ja, dich hier. Aber ja. Über dich reden wir nicht. Nicht in der Öffentlichkeit. Ja, der tote Storch. Mal bitte von hinten dann wieder. Ja, okay, wir sind durch. So, den Einzug machen wir noch. Ist nun das bewölkt. Dann sehen wir wieder nichts mehr. Zumindest brauchen sie eine Weile hier unten. Oh wow, die könnten sich quasi hinter uns da hochkommen. Ja, das ist äußerst nervig. Zumindest ist er jetzt rausgefahren. Hoffe ich, kommt da jetzt nicht irgendwie ein krasser Typ noch. Ja, der wird jetzt wieder uns schöne Kosten verursachen. Oh Gott, zum Glück nur eins. Können wir zwei weitere Flugzeuge abschießen, hoffentlich. Da halt. Ich gedacht, dass das leer ist, ne? Hm? Das ist ein Hellcat. Jetzt kommt der hier tatsächlich mit Luftabwehr und Jägern. Ist der P, den wir ein bisschen runtergeschossen haben schon. Okay, das ist der Tempest noch jetzt bitte nicht. Wow. Oh mein Gott, ja, es sind eine Menge. Deswegen haben wir den nächsten Jäger dazu geholt, ne? Es ist schon wieder so richtig, Ja, töte ihn. Da
war ja. Bei Jäger abschießen ist trotzdem noch wichtiger im Moment. Shit, das heißt, es sind ja sogar zwei. Mal du. Ja, das hat trotzdem Vorrang. Ach komm schon, jetzt überlebt er schon wieder. Auch noch mehr Jäger. Vielleicht noch mehr Jäger. Es ist echt. Echt übel. Naja, wir kommen nicht vom Fleck, aber ich hoffe, dass wir gleich noch ein paar Fahnen vielleicht erobern können. Naja, wobei, das wird dauern, bis die nächsten kommen. Du musst dich jetzt mal zurückziehen. Wir warten mal noch. Ist natürlich diese Runde nicht viel bringen hier. Jetzt schießen wir uns mal auf den einen hier ein. So, 7, 5. Ja, ihr macht ja leider nichts in dem Umfang. Da wird mal 7 Schaden machen. Ne, wir kriegen 7 Schaden, weil da Jäger dabei sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, wenn die jetzt die Hedges ständig abschießen, jetzt weiß ich vielleicht auch, wieso, ja, dieser eine Typ so. Dieser eine Jägertyp angeboten wurde, mit mehr Panzerung. Es könnte damit zu tun haben, dass die Feinde jetzt OP sind, was das angeht. Verdammt, gut. Sehr gut. So, Sturmtiger, volle Offensive hier. Hier müssen wir da gar nicht hin, aber ich will halt die ganzen Sachen hier mal einnehmen. Ja, wenn die jetzt hier hochkommen, über das hier, dann werden sie hier hochkommen. Du kommst nicht mehr ran, der Tiger kommt ran. Ja, ich kann dich zumindest noch verschieben nochmal. Dich jetzt leider nicht mehr. Aber ist wirklich außer Reichweite. Auch nicht an. Wir könnten hier kurz reinfahren, um das zu schnappen. Mal wieder ein bisschen Prestige. Wir haben mehr Reis jetzt diese Runde. Erstmal nicht. Du musst dich zurückziehen. Stell dich mal unter irgendeinen Jäger am besten. So, wir könnten dich natürlich noch auffüllen. Dann mit 5 Punkten. So. Ja. Ja, wir müssen uns hier so leider so ein bisschen verteilen. Du deckst das hier. Und die zwei Städte zuerst. Wir müssen das hier eigentlich auch machen. Ich habe echt keine Ahnung. Wir haben zwar viel Zeit, eigentlich. Aber so der konkrete Plan, den habe ich noch nicht im Kopf. Wie wir das am besten machen. Naja, auf jeden Fall hier mal irgendwie in den Wald rein, würde ich sagen, ha? Habt ihr jetzt auch einen Verbannuntersatz, das könnt ihr auch mal vorfahren. Hat er echt gesagt auch jetzt Schiss die ganze Zeit. Das. Ja, lauf mal da rein, das erste. Du läufst da hin. Genau, du wirst wahrscheinlich nicht schaffen, sie zu töten, oder? Haben wir vielleicht Glück? Ja, zu viele Erfahrungspunkte. Und noch erhöhtes Geländer. Der Tiger ist exposed ohne Ende. Heißt, wir fahren da jetzt so hin und du fährst jetzt so hin. Und jetzt muss die Hummel geschützt. So, da seid ihr alle in Reichweite. Da auch. Wir müssten ja theoretisch, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich angreifen will, so richtig. Dass man so sagen kann. Wir
wir könnten den Typ hier killen gehen. Das machen wir mal schnell. Da kriegen wir Probleme, deswegen hier so. Wieder zurück. Okay. Ja, hier ist das Problem, das wäre die Infanterie, die nicht haben. Heißt, wir ziehen dich mal vor hier. Das nützt ja nichts. Wir haben hier auch kein Face Movement. Das wäre hier oben, glaube ich, tatsächlich geschickter gewesen. Ich würde gerne das hier erobern, einfach nur um das Prestige mitzunehmen. Wir brauchen hier dringend noch irgendeine Panzerabwehr. Am besten der Hummel oder sowas, was das beides kann. Storchy Boy. Zeig mal hier. Ah, guck mal, da ist die zweite Welle. Pershing. Sherman Skink. First, so, das sind Luftabwehr, ja. Und da ein Hellcat. Da ist Hellcat, da ist eine. Okay. So, die dürfen aber eine Weile bleiben. Gott, brauchen wir sie hier? Ich werde die Sprechfähigkeit heute. Es läuft. Wir beenden aber die Folge an dieser Stelle. Auch aus diesen Gründen. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Tollen.